in einer letzten Börsenweekly angesprochen, habe ich mir gedacht, Mensch, das Thema Wallet kommt so oft bei uns als Frage auf. Wie funktioniert es in der Wallet? Wie lege ich die an? Muss ich die anlegen? Ist es sehr kompliziert? Welche ist sicher? Und ich behaupte ja immer, das ist total kindereinfach, so ein Ding anzulegen. Jetzt wollte ich gerade sagen, Ritchie, und was gäbe es da für einen besseren Experten als mich, der uns da mal von A nach B durchführt? Ne? Und das Schöne, muss ich ehrlich sagen, das stärkste kryptomäßig, was bei Marcel momentan vorherrscht, ist dieser Pulli von Bison. Nein, Scherz beiseite, also man muss auch ehrlich zugeben, Krypto ist nicht unbedingt ein Steckenpferd, aber genau deswegen habe ich mir gedacht, lass uns das mal zusammen anschauen und ich habe ihn mal dazu verdonnert, nachher hier wirklich mal Wallets anzulegen und dabei erkläre ich mal, wie funktioniert das Ganze denn, wie ist die Sicherheit, auf was sollte man achten, wie ist es mit dem Wiederherstellungscode, weil diese Fragen kommen unglaublich oft bei uns rein. Ja. Und haben wir einfach hier mal ein kompaktes, ne, wir haben nachher sehen, ob es kompakt war, ein Video, wo wir einfach mal alle Möglichkeiten durchgehen. Grundsätzlich, so eine Wallet ist eben nicht das, was viele dafür halten. Das ist kein Geldbeutel, das ist keine Geldbörse, wo meine Kryptos drin sind, sondern an sich ist es ein Schlüsselbund. Das heißt, da ist einmal mein öffentlicher Schlüssel drin, den kann jeder bekommen. Den kann man auch nachher von dir gerne zeigen. Unbedingt. Denn darauf kann man eben was überweisen. Das ist eine IBAN, die Kontonummer quasi. Und gleichzeitig auch der private Schlüssel damit verknüpft. Und dieser private Schlüssel, wenn man den und die öffentliche Adresse hat, kann man das Konto plündern. So. Und dementsprechend sollte man halt aufpassen, wem gibt man Zugriff darauf und wie verwahre ich das Ganze sauber. Grundsätzlich, wenn wir jetzt von Bison und BSDEX ausgehen, dort werden diese Coins für euch treuhändisch verwahrt. Uli hat vor kurzem auch schon in einem letzten Video, das können wir irgendwo verlinken, mal gesagt, dass sie auch planen, eine Versicherung sogar für die Coins vorzunehmen. Die Coins bei diesen Gesellschaften werden dann einfach bei der Blocknox verwahrt. Das heißt, wir haben meistens einen Hot-Wallet-Bereich, erkläre ich gleich. Heißt einfach, ist dauerhaft mit dem Internet verbunden, der Schlüssel. Einfach deswegen, damit ihr sehr schnell Transaktionen vornehmen könnt, Käufe und Verkäufe tätigen. Und bei uns nicht jedes Mal der Praktikant in den Keller rennen müsste und sagen, ich hole mal die Coins aus dem Keller, haben wir immer einen festen Handbestand, kann man vergleichen wie bei der Bank, das was vorne im Zahlungsbereich vorliegt. Und der Rest ist im Tresor verwahrt, offline von dem Internet und dementsprechend in einem Cold Storage. Das ist, wenn man es verwahren lässt. Und jetzt gibt es viele so Kryptopuristischen, die sagen, not your keys, not your coins, du musst die Dinge immer zu dir nehmen. Ich habe zum Beispiel 75% auf einer Ledger liegen und den Rest habe ich bei Bison, dass ich schnell handeln kann. Das muss aber jeder selber entscheiden. Und auch da vielleicht die Entscheidung, immer wie viel Kryptos habt ihr und wie komplex soll das Ganze sein? Brauchen wir gleich einen Ledger, den zeige ich nachher, den ich mal kaufen muss? Oder reicht vielleicht sogar ein USB-Stick, wenn ich ein Stück Software installiere? Diese Punkte gehen wir mal durch. Und dafür ist mein Assistent Marcel heute hier. Assistent ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, glaube ich. Ich würde sagen Versuchskaninchen. Ich habe auch ein bisschen so Feelings wie so Papa, Sohn, irgendwie schenkt man technikmäßig irgendwas zu Weihnachten und dann wird das mal stundenlang hier eingerichtet und gemacht. Aber also das Erste, was wir jetzt mal anschauen wollen, ist ein Paper Wallet. Yes. Dafür habe ich dir vorhin meinen Browser einen Link aufgemacht. Und also Hinweis dazu, Ritchie, das ist jetzt quasi eine Seite davon. Du hast mir vorhin schon geraten, man kann auch ganz, ganz viele andere nutzen. Genau. Beispiel. Das oder auch die Software-Wallet, die wir nachher zeigen wollen, ist auch ein Beispiel. Den Ledger Nano X, den ich hier habe, ist auch ein Beispiel. Das soll jetzt nicht heißen, nur das und sonst nichts, aber wir brauchen irgendein Beispiel. Und hier ist jetzt wunderbar, wenn du jetzt auf der Seite gelangen würdest, wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Ich meine, das ist ja relativ genau. Ja, den gut. Grünen Button wie überall. Hit the green button, please. Jawohl. So, Herr Dittrich, ich sehe, es tut sich was. Genau, man sieht also, er fährt jetzt mit der Maus einfach auf dem Bildschirm rum und dadurch hat er einfach unterschiedliche Informationspunkte auf dem Bildschirm mit unterschiedlichen Farben und Koordinaten. Ja. Und dadurch wird per Zufall einfach nachher ausgesucht, welche Wallet dir angeboten wird. Wichtig, die ganzen öffentlichen Adressen, die gibt es schon, die werden nicht jetzt generiert, die sind verfügbar bereits. Es gibt, ich glaube, eine Zahl mit 51 Stellen, so viele öffentliche Adressen kann es geben. Er hat es geschafft, Gratulation. Und wenn wir jetzt hier auf dem Bildschirm uns mal ein Vollbild angucken, sehen wir zum einen auf der orangenen Seite das, was du eigentlich jedem weitergeben dürftest, deine Public-Adresse. Können wir den bitte ganz, ganz groß einblenden und dann, also ich sage, ich rufe jetzt zu nichts auf, aber ich freue mich natürlich über alle Geschenke. Nein. Also das ist aber auf jeden Fall die Adresse, die man theoretisch jedem weitergeben kann. Und wenn ihr dann theoretisch oder ich jetzt wirklich Marcel unterstützen wollte, könnte ich auch die Bison-App aufmachen, dort auf Senden drücken, dort kann ich über die Software einen QR-Code einlesen, dann muss ich das so mit dem nicht abschreiben, könnte es einscannen und so ihm was schicken. Also die orangene Seite, alles gut, die ist öffentlich. Die grüne Seite, die sollte man nicht unbedingt weitergeben, weil das ist der Schlüssel, mit dem man einfach diesen öffentlichen Bereich aufschließen kann. Und was wir hier schon gemacht haben, ist wirklich das Anlegen einer Paper Wallet. Mehr ist es nicht. Also wenn man sowas schon tut, braucht man nicht mal einen USB-Stick. Man kann da die Daten draufschicken und die Zugangsdaten sind nicht auf dem USB-Stick, sondern auf dem Blatt Papier drauf.
Genau, und da gibt es ja den nächsten großen grünen Button, den ich jetzt drücken könnte und sagen, ich druck's mir aus und dann, was mache ich, heftig sind in Ordner und hoffe, ja, dass es keinen Ausbruch gibt. Kommt drauf an, was du da drauf hast, wie viel Kryptos da drauf liegen. Wenn da 200 Euro drauf sind, dann kannst du irgendwo abheften. Das ist die Frage, was machst du daheim mit irgendeinem Wertgegenstand, einem Gegenwert von 50.000 Euro, heftest du auch irgendwo ab oder hast du halt vielleicht ein Bankschließfach daheim irgendwo im Tresor, gibst du den deinen Eltern, weil sie eh nicht wissen, was das ist. Das ist halt die Frage, was machst du dann? Aber ab dem Zeitpunkt, wo irgendwas da drauf kommt, bist du selbst dafür verantwortlich. Also ich will jetzt nicht jemanden, der sich mit großen Kryptowährungen beschäftigt, dazu raten, das so zu machen. Okay. Aber man kann es tun. Und genau so kriegt man auch, wenn man an einem Automaten Kryptos zieht, kriegt man genau diese Informationen. Man kriegt eine Wallet und man kriegt eben die privaten Zugangsdaten dazu und kann sie dann irgendwo woanders hin transferieren. Und es gibt eine andere Version, die ich gar nicht genannt habe. Das üben wir jetzt mal. Du schaust es genau an. Und nach deinem Urlaub versuchst du, die ganzen Zahlen und Buchstaben wieder herzugeben. Denn man kann natürlich auch eine Brain Wallet anwenden, wenn man sich das zutraut, den Public und den Private Key sich zu merken. Dann viel Spaß. Also das will ich nicht tun, ist vielleicht zu gefährlich. Aber das wäre jetzt die einfachste Version, ein Paper Wallet. Man sieht hier, man braucht kein Stück Software, kein USB-Stick, man braucht nichts dazu. Man braucht nur die Information, öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel. Aber ist relativ umständlich und wenn man von da dann was wegschicken will, ist es auch ziemlich schwierig, ja, weil da muss man irgendwann doch mal was anlegen dafür. Spätestens dann wird man wahrscheinlich zu entschließen, sich irgendwo ein Stück Software zu nutzen. Es gibt einmal Hot Wallet, da haben wir jetzt gar kein Beispiel da, weil ganz ehrlich, dazu geht man auf irgendeine Homepage, legt dort eine Wallet an und der Anbieter der Homepage verwahrt dann hoffentlich die Keys, ja, sehr sauber. Kann man machen, wenn man vielleicht mal für ein paar hundert Euro Kryptos hat, aber ich persönlich würde an irgendeiner Seite, vielleicht bin ich dazu paranoid, aber nicht so weit vertrauen, dass ich da tausende von Bitcoins hinterlegen würde. Ja. Und darum ist so eine Hot Wallet vielleicht nicht unbedingt das Beste, was man tun kann. Hot Wallet heißt einfach dauerhaft im Internet. Genauso könnte man auch, wo ist es denn hier? Tja, was zaubert das, das hier? Ein Stück, eine App installieren auf dem Handy. Hat mein Browser. Ja, auch das oder eine spezielle Wallet-App. Und wenn diese Wallet-App natürlich übers Handy dauerhaft im Internet verbunden ist, ist sie auch hot. Also das heißt nicht Hot Wallet, ich habe irgendeine Anwendung bei irgendeinem Dritten. Es kann auch sein, ich habe die App bei mir auf dem Handy installiert. Mhm. Aber da das Handy im Normalfall halt auch über WLAN und sonstige Netzwerkverbindungen auch dauerhaft online ist. Und da kann es dann quasi passieren, dass Unberechtigte, nenne ich sie jetzt einfach mal, prinzipiell Zugriff gelangen könnten. Genau. Also es wird dann nicht, ist noch nie der Fall gewesen, dass die Blockchain von Bitcoin gehackt wurde, sondern es wurde sich irgendwie illegal, unerlaubterweise Zugriff auf diese Daten gemacht oder generiert. Es ist ja so, geht sogar so weit, dass es manche Anbieter im Internet gibt, die dich anbieten, Mensch, ich unterstütze dich beim Anlegen deiner Wallet, per TeamViewer helfe ich dir dabei und richte es dir ein. Also kann ich das ganze Zeug eh gleich der Person übergeben. Da bitte sehr vorsichtig sein, wenn man das ihr mitteilt, der hat Zugriff auf eure Kryptowährungen. Und ich glaube, der erste Schritt, wenn man von Bison kommt, ist nicht zu einer Paper Wallet, sondern zu einer Software Wallet, aber erstmal deine Frage. Das wäre eigentlich meine Frage. Du hast jetzt immerhin den Schritt gezeigt mit der Paper Wallet. Ganz ehrlich, es war auch sehr, sehr easy. USB-Stick? Wow, Börse Stuttgart. Das ist ein alter USB-Stick, gibt es nicht mehr. Hast aber zumindest gesagt, ja, Paper Wallet, naja, für ernsthafte Anlagen nicht so ganz geil. Hot oder beziehungsweise eine Wallet auf dem Smartphone, Internet verbunden, ja, auch nicht so ganz geil. Deswegen, Ritchie. Jetzt zeige ich mal eine Version, die ich lange Zeit gemacht habe. Ich bezeichne die mal als lauwarm Wallet. Und zwar installiert man sich einfach ein Stück Software auf einen USB-Stick. Und zwar installiert man da eben eine Version als Portable-Software, denn ich kann ja einmal eine Software auf dem Windows-PC installieren, da brauche ich immer einen PC dazu. Oder, ich habe jetzt Electrum als Wallet mal vorgeschlagen, ich kann eine Software als Portable-Version installieren, das heißt, sie ist nicht auf dem PC installiert, sondern auf meinem USB-Stick. Und in jedem Windows-PC, wo ich den USB-Stick einstöpsel, habe ich Zugriff auf das Programm, dementsprechend Zugriff auf die Wallet. Aber sobald man es eben eingestöpselt hat, wird daraus dann auch wieder eine Hot-Wallet, sobald es abgezogen wird, ist es eine Cold-Wallet, also so ein Mittelweg zur ganz sicheren Version. Und hier gehst du nachher mal bitte auf Downloads. Das machen wir gleich, Ritchie, denn eine Frage quasi davor. Hot ist das ganze Ding, wenn ich es quasi anstöpsel an den PC, der auch dann mit dem Internet verbunden ist. Aber das mache ich ja im Normalfall auch nicht stündlich, nicht minütlich, nicht täglich. Aber eben trotz allem gibt es immer wieder Zeitpunkte, wo der Key nicht verschlüsselt irgendwo im System verfügbar sein könnte. Im Vergleich zu einer reinen Cold Wallet, wo der Private Key niemals ins Internet kommt, sondern immer nur verschlüsselt Daten übertragen werden, um Transaktionen zu tätigen. Perfekt, dann gehen wir mal direkt hier rein. Das ist Download. Download, genau. So, dann habe ich einen Windows und habe hier drei Optionen. Was hat Papa gerade gesagt? Genau.
Die hier nehmen wir nämlich. So, die speichern wir uns jetzt einfach mal. Ich mache es in den Download-Zettel. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und installiere es natürlich wie ein Profi. So, und jetzt wird es nämlich spannend. Während der Installation kommen jetzt auch einige Punkte zum Tragen, die man einfach ganz, ganz wichtig berücksichtigen muss, damit, wie es Anfang des Jahres passiert, man nicht mal einen USB-Stick reinstöpselt und der PC sagt dann, dieser Ordner ist leer, wenn einfach der USB-Stick den Geist aufgegeben hat und man dann keinen Zugriff mehr hat. Und darum gibt es einen Sicherheitsmechanismus, dieser bekannte Seed, also diese 24 Schlüsselwörter. Darum hat der Kollege hier ein Blatt Papier. Also auch Stift. Blatt Papier und Stift kann man bei Krypto noch gebrauchen. Ja, ganz genau, um einfach Wiederherstellung, weil es irgendwas mal schief gehen sollte, ermöglichen kann. Und jetzt gehst du mal hier einfach vor, was machst du denn jetzt Schönes? Das ist meine Frage an dich. Was mache ich denn? Soll ich hier lieber automatisch oder manuell auswählen? Weißt du, wie das funktioniert mit manuell verbinden? Nee. Ich auch nicht, also mach einfach mal automatisch. Machen wir. Next one. So, jetzt kannst du einen Namen vergeben, das ist einfach der bestehende. Du hast ja nur eine Wallet im Normalfall, das lässt einfach drauf, machst du mal weiter. Jo. So, und auch da, du hast eine Standard-Wallet. Du hast ja nichts anderes irgendwie, was du machen möchtest. Mega fancy. Wenn du halt schon zum Beispiel davor deine Paper-Wallet hattest, kann ich ganz kurz, sieht man nämlich natürlich. Hier. Natürlich. Hier gibt es nämlich die Möglichkeit, auf diesem einen QR-Code, dass du den in eine Wallet importieren kannst. Das könntest du jetzt theoretisch in diesem Electrum-Wallet tun. Machst du aber nicht, du legst es ja ganz neu an. Gehen wir auf die Auswahlmöglichkeiten und deswegen ist die eben nicht bei Bitcoin-Adresse oder Wallet importieren, sondern geht es ganz klar als Standard. Genau. Machen wir. Und hier wäre mir jetzt der Fall, so ging es mir, wie gesagt, Anfang des Jahres. Ich saß da und hatte bereits einen Seed. Da habe ich damals gesagt, okay, ich habe bereits einen Seed, habe dann die Wörter eingegeben und habe gehofft, dass der halbe Bitcoin noch da war. Er war's. Du machst jetzt komplett neu, also sagst du neues Seed erstellen. Aber an dem Punkt kann man komplett neu einen USB-Stick erstellen und mit seinem Seed, den du nachher aufschreibst, etwas wiederherstellen. Ich versuche es. So, jetzt fängst du schön an mit Schreiben. Ach, das sind meine Wörter schon. Genau. Und möglichst so, dass man nachher lesen kann. Also du zumindest. So. Bei Electrum sieht es so aus, dort gibt es 12 und keine 24 Wörter. Und der Kollege war ganz clever. Verschlüsselt sogar die Wörter hier, dass nämlich kein Schwein nachher wieder lesen kann. Aber ist perfekt, weil du musst nämlich gleich nochmal eingeben, weil das System will ja sicher sein, dass du auch wirklich deine Wörter sauber aufgeschrieben hast. Deswegen hast du jetzt gerade gemacht. Und sauber dann auch diese Wörter sollte natürlich nie jemand einer Person weitergeben. Quizfrage, Richie. Jetzt habe ich hier quasi eine Software, wo du gesagt hast, vielleicht ein Stückchen besser oder nützlicher als die Paper Wallet. Schreib mir jetzt aber trotzdem Zeug wieder auf ein Blatt auf. Warum? Wie gesagt, falls dir der USB-Stick mal abraucht, okay. Oder verloren geht, oder. Sollte man es in lesbar, schön irgendwo hinschreiben und dann auch am besten vielleicht sogar halbieren und einen Teil einem Freund, einen anderen Teil einem anderen Freund geben, die diese Möglichkeit nicht kennen, weil wenn sie es zusammenlegen, könnten sie wieder darauf zugreifen. Also auch räumlich trennen von deinem Haus zu Haus irgendwo anders hinpacken, das Ganze. Alles klar. Und wie gesagt, hier Electrum gibt nur 12 Wörter vor, größere Wallets wie zum Beispiel der Ledger Nano X, den ich nachher kurz zeigen will, die geben 24 Schlüsselwörter vor, aber auch damit funktioniert das Wiederherstellen definitiv. Gut, also das ist quasi, das brauche ich nicht immer, sondern das ist nur meine absolute Backup-Versicherung. Ja. Okay. Und auch da vielleicht, wenn ich das erstmal angelegt habe, teste das Backup einmal, ob es funktioniert, weil das beruhigt einen dann ein bisschen. Aber wenn man halt nicht nur 1.000 Euro nur auf so einem Wallet drauf hat, sondern mal 25.000 Euro, dann ist man halt sehr beruhigt, weil man weiß, es funktioniert mit Wiederherstellen, wenn irgendwas sein soll. Also, weiter. So. Weiter geht's, Richie. So. Seed bestätigen. Tja, was muss ich jetzt wohl machen? Tipp's wieder ein. Ich hoffe, du kannst lesen. Wir spulen wieder vor. Hm? Und weiter geht's. Man merkt aber, so einfach ist es gar nicht. Der Kollege hat sich gerade etwas mal vertippt. Wichtig ist, wenn ihr das Wort eingebt, wird euch schon vorgeschlagen, ob ihr dieses oder jenes meint. Wenn ihr beim Eingeben keinen Vorschlag bekommt, dann hat man sich wahrscheinlich zwischendrin irgendwo vertippt. Und erst wenn das Feld weiter nicht mehr ausgegraut ist, kann man auch weiter klicken. Also, just do it. Ja, und ich sehe schon, ich bin das absolut beste Versuchskaninchen, weil ich quasi all die Fehler mache, die vielleicht ihr dann auch macht. Aber und dann ist es ja so wichtig, dass man es einmal nochmal testet, exakt. Damit es funktioniert. Und das macht die Software auch von selber, damit man eben die Wörter nicht falsch irgendwo aufgeschrieben hat. Aber in deinem Fall waren sie ja nicht falsch geschrieben. Du konntest es ja noch nicht wirklich lesen. Und abtippen erst recht nicht. So, weiter. Genau, Richie, wir machen jetzt weiter. Jetzt kannst du ein Passwort vergeben. Irgendwelche Anforderungen, irgendwas Spezielles, was man beachten muss, oder nämlich einfach eins, was ich vielleicht auch für andere Kanäle nutze. Ein möglichst sicheres einfach. Okay.
Das ist sicher ein hochkomplexes Verschlüsselungsverfahren. Du weißt ja, was du machen willst. Genau. Ja. Kleiner Gruß an der Stelle an meine Freundin. Die Passwörter sind genial. Weiter. Very strong. Wow. So. Ja, du müsst jetzt. Lass mal das Update weg erstmal. Nope. Dauert das zu lange. So. Und das war's jetzt schon. Was jetzt passiert? Das Netzwerk wird sie jetzt erstmal aktualisieren. Du loggst sie erstmal dort ein. Das dauert manchmal ein bisschen. Da du jetzt nichts drauf hast, ist es aber gar nicht mal so schlimm. Und du kannst jetzt von hier aus ganz klar sagen, du gehst auf Senden und könntest da dann ganz normal, wenn du was hättest, an Bitcoins verschicken. Mhm. Und du kannst auch ganz klar sagen, okay, ich möchte was empfangen. Dann siehst du hier ganz genau meine Adresse. Du kannst hier auf neue Adresse auch gehen. Oder du kannst auch ganz klar sagen, was für den Grund möchte ich denn als Empfänger haben und kannst dann deine Adresse an den Empfänger weiterleiten. Das heißt, wenn du das empfangen willst, musst du halt irgendwie jemanden deine Daten nennen, deine Zugangsdaten, deinen öffentlichen Schlüssel. Ja. Kannst du hier machen, kannst auch sagen, was du haben willst, schickst diesen Link zu, dass jemand weiß, was er tun soll. Und das war's an sich schon. Du hast jetzt eine Software-Wallet installiert. Wenn ich mal ganz kurz darf, bei den Transaktionen würde man normalerweise die ganze Transaktion sehen. Wenn du zum Beispiel denkst, okay, not your keys, not your coins, ich will bei Bison vielleicht auch einen kleinen Handbestand haben, Großteil deiner 38 Bitcoins, die du besitzt, möchtest du zu uns, zu dir schicken, ja, dann schickst du die einfach hierher und dann wirst du hier auch ganz klar nach einiger Zeit sehen, okay, Eingang, von wem, welcher Betrag, welche Uhrzeit. Und um es mal ganz runterzubrechen für Menschen wie mich, Richie, ist es quasi auch nichts anderes, wie wenn ich einfach sagen würde, das ist einigermaßen vielleicht ein Kontoauszug. Ich sehe einfach die Transaktionen, die abgelaufen sind. Genau. Ich kann was senden, also überweisen in dem Sinne. Ja. Ich kann was empfangen. Von euch natürlich ganz viel Geld in Form von Kryptowährungen bekommen. Habe ich nicht gesagt. Also in dem Fall, mein Fazit soweit, ich weiß nicht, was noch alles kommt, war jetzt kein Hexenwerk. Ist es auch nicht zwangsläufig. Das Einzige, wenn du es von Bison oder BSX hier hinschickst, macht halt nicht mehr Bison für dich diese Überprüfung der Jahresfrist, dann müsstest du irgendwo nebenher, da gibt es von Microsoft ein ganz cooles Tool, nennt sich Excel zum Beispiel. Es gibt auch andere Online-Seiten, muss man ganz einfach reinschreiben, wann hast du was gekauft, wann hast du wohin transferiert, dass du einfach einen Überblick hast, wann ist die Jahresfrist überschritten, damit du auf jeden Fall steuerehrlich sein kannst. Weil hier siehst du halt nur, wann ist es eingegangen, du weißt aber nicht, wann wurde es bei Bison gekauft. Und genauso, wenn du es von hier wieder zu Bison zurückschickst, weiß Bison nicht, wie lange hattest du das Ganze schon, oder auch BSX weiß es nicht. Ja. Dementsprechend musst du irgendwo nebenher noch woanders es notfalls notieren. Wenn du es komplett bei Bison oder BSX lässt, kriegst du halt am Ende des Jahres einen Auszug, da steht drin, innerhalb von einem Jahr, außerhalb von einem Jahr. Das ist der große Vorteil davon. Und jetzt ganz wichtig, du kannst es jetzt schließen und dann bitte den USB-Stick richtig entfernen. Das heißt nicht einfach rausstöpseln, sondern unten auslocken, weil sonst kannst du nämlich auch dazu führen, dass der Stick einfach mal den Geist aufgibt. Wenn das der Fall ist, wie gesagt, das Ding, die aktuellste Version von der entsprechenden Software-Wallet runterladen und bei der Installation da einfach sagen, ich habe bereits ein Seed, dort die Wörter einklopfen, bitte nicht ganz oft verschreiben, das dauert so lange. Und dann dauert es wieder, dass das Netzwerk sich synchronisiert, die Adresse erkennt und dann wird der Wallet zugewiesen, okay, du bist wirklich die Adresse und dir gehören diese oder jenigen Bitcoins. Da ist das Ding, jetzt ist es wieder cold. Jetzt ist es wieder cold und dementsprechend auch, sag ich mal, semi-sicher. Ja, du hast halt nur 12 Seeds, keine 24, nicht ganz so extrem, aber auch du bist manchmal direkt unverschlüsselt mit deinem Private Key mit dem Internet verbunden und ab einem gewissen Betrag hat man vielleicht das Gefühl, noch mehr Sicherheit zu brauchen und dann wäre halt so ein Ledger Nano X oder Nano S, also auch da kein Product Placement, deswegen auch keine Dauerwerbung hier oben. Ich habe es halt selber gekauft und hier geht es dann noch ein Stückchen weiter. Es ist zwar auch ein Stück Software mit USB, aber ich komme mal näher an die Kamera ran, wo man eben, bevor man überhaupt irgendwas machen kann, vielleicht mal hier ganz kurz draufzoomen, davor auch einen PIN eingeben muss, den mache ich jetzt mal absichtlich falsch, und den bestätigen muss. Und erst dann, wenn dieser PIN richtig eingegeben wurde, kann man überhaupt auf die Daten zugreifen. Das große Geheimnis auch dahinter, die Schlüssel bleiben immer auf diesem Key drauf. Sie kommen nie unverschlüsselt ins Internet rein. Und dementsprechend hat man auch höhere Sicherheit, dass die Daten und die Keys, die da drauf liegen, eben nicht irgendwo abgegriffen werden können. Also wie gesagt, einer von vielen, das soll jetzt nicht der sein, den ihr benutzen müsst, aber ab einem gewissen Betrag macht es vielleicht Sinn, sich zu sagen, okay, ich traue nicht mehr nur so einen USB-Stick, sondern ich möchte was Höherwertiges mit mehr Sicherheit, wo ich dementsprechend auch weiß, die Keys sind sauber verwahrt, kommen nie mit dem Internet in Verbindung. Da kann ein Cold Wallet Stick, wie der hier wieder, Elephant, wie sie alle heißen mögen, sinnvoll sein. Also wie gesagt, bitte, bitte nicht schreiben, warum sprecht ihr wieder vom Ledger Nano X? Ich habe den halt, das ist einfach meine persönliche Meinung gewesen, ihr könnt aber auch anderen benutzen. Hauptsache, ihr tut es bewusst und jetzt habt ihr eine ganze Klaviatur der verschiedenen Wallets mal gesehen. Brain Wallet, ich frage dich nächstes Mal ab. Paper Wallet, ihr habt eine Software Wallet, also eine Hot Wallet im Internet oder auf dem Handy. Ihr könnt so eine Software Wallet hier installieren und dann eine, ja, sag ich mal,
lauwarmen Wallet euch machen, indem ihr einfach manchmal das Ding aus dem Internet sieht und manchmal wieder reinstöpselt. Und die Königsklasse ab einem gewissen Betrag, direkte Hardware-Wallet. Und was ihr genau davon haben wollt, liegt bei euch. Geht aber, sobald ihr das Zeug bei euch selber verwahrt, sehr sorgfältig mit dem hier um. Guckt euch den Fresszettel mal an. Oder auch genauso, ganz bös gesagt, aber der überweist irgendjemand das hier drauf, da hast irgendwann mal einen halben Bitcoin drauf. Und du verstirbst leider frühzeitig, ist kein lustiges Thema. Ja. Und deine Freundin findet den Stick, steckt den ein, sagt keine Ahnung, was es ist. Programm genau, von das vor Passwort, 10 Jahren. Das weg. Passwort kennst du jetzt ja zumindest vielleicht nach dem Video. Aber man weiß halt einfach nicht, was steckt da dahinter, kommt auch nicht mehr drauf. Und dementsprechend ist vielleicht ein relativ hoher Kapitalbetrag von jetzt auf nachher weg. Aus dem Grund sind 4 bis 6 Millionen Bitcoins verschwunden, weil Leute einfach nicht mehr drauf zugreifen können. Das passiert mir hoffentlich jetzt zumindest nicht mehr, Richie. Und ganz ehrlich, so als mein kleines Fazit, ich habe mit viel, viel gerechnet. Und es war ehrlich gesagt viel, viel weniger, als ich eigentlich dachte, was ich machen muss. Deswegen kann man eigentlich sagen, Richie, wer jetzt nicht mit Kryptos handelt und sie irgendwie verwahrt, ist am Ende dann selber schuld. Keine Beratung, keine Empfehlung, kein gar nichts, wie immer. Aber ein Hexenwerk oder so ganz komplex und technisch und was man nicht alles noch beachten und verstehen und einrichten muss und Zugänge und sonst was, war vielleicht früher mal so vor x Jahren. Heute. Nicht, aber damals gab es uns nicht, die es schön erklärt haben. Ah, ja, es ist wirklich kinderleicht, man muss sich aber mit Gewissheit rangehen, muss das Zeug vielleicht auch nachher mal sauber aufschreiben, dass man es eben auch andere Personen lesen können, sauber verwahren und dann kann man mit einem relativ guten Gefühl rangehen und wie gesagt, ich würde dir jetzt mal was empfehlen, die Software normal zu installieren, nicht auf dem Stick oder auch hier nur draußen, sondern auf dem PC vielleicht und dort mal üben, mit den Wörtern auf einem anderen Wallet das Ganze wieder herzustellen und dann hast du einfach ein gutes Gefühl, weil du weißt, wenn irgendwas ist, du hast, es funktioniert, du weißt, dass du dann problemlos das Ding wieder herstellen kannst und dann ist wieder ein Pluspunkt Vertrauen in die Kryptowelt und ist auch ganz wichtig, die Währung handelt mit Vertrauen und nur durch Vertrauen kann sie an Wert auch gewinnen und steigen und damit hast zumindest du, auch da draußen vielleicht, wieder mehr Vertrauen gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu ausufernd, aber ich meine, ihr habt auf das geklickt, auf dieses Thumbnail, ihr habt euch also für das Thema interessiert und vor allem habt ihr mal wirklich einen Überblick über alle Möglichkeiten, die ihr so habt bekommen. Genau, Richie. Und was macht man als ganz, ganz, ganz fleißiger Anhänger unserer Community? Abonnieren. Irgendwann sollten wir es vielleicht am Anfang gucken, weil standardmäßig gucken am Schluss immer weniger Leute zu als am Anfang. Aber trotz allem, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich abonnieren, vielleicht die Glocke da lassen und auch weiter nicht nur Krypto, sondern auch andere Börsenthemen für uns mitzubekommen. Und daher bis zum nächsten Mal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.